Kombiniere das hier damit. Ja, sieht gut aus. Rakete mit Seil. Sollte was anderes versuchen. Darauf will ich nicht schießen. Ich habe das Seil an der Rakete befestigt. Jetzt könnte ich das andere Ende des Seils dort hochbringen. Aber hält es? Mal überlegen. Jack braucht irgendwie... Jack braucht eigentlich so eine Plattform. Deswegen liebe ich Texas. Kein Schnee. Ja, ich bin bei dir. Ich bin nämlich auch kein Schneefreund. Unser nächstes Abenteuer sollte uns mal nach Holland führen, wo keine Berge wachsen. Ah, oh, Holland ist schön, Madame. Ist sehr schön. So. Deswegen liebe ich Texas. Kein Schnee. Vielleicht muss das ja hier hoch. Keine schlechte Idee. Aber das Seil würde nicht einfach so halten. Ich muss sicherstellen, dass es am Stein hängen bleibt. Ah, okay. Ich glaube, ich brauche einen so einen Haken von Jack. Gut, dann gehen wir nochmal wieder runter. Tut mir leid, Leute, aber so ich das halt. Stopf, Stopf, Stopf. Hey Jack, kannst du herkommen? Jack! Bleib ruhig, ich bin da. So, dann braucht sie noch... Ich sollte ihr alle Haken geben. Aufteilen brauchen wir sie nicht. Alle Haken? Willst du mich flachsen? Klettern wir halt wieder hoch. Und holen uns die Sachen. Nur weiß ich nicht, wofür sie alle Haken haben soll. Mit dieser Ausrüstung ist diese Wand eine Sackgasse. Ich ziehe den Eishaken zurück. Mit dieser Ausrüstung ist diese Wand eine Sackgasse. Ich ziehe den Eishaken zurück. Gut, dann klettern wir wieder runter und geben ihr die Nägel. Vielleicht ist das ja bei ihr besser. Schauen wir mal danach. Bleibt aber Jack erstmal unten stehen. Und nicht, dass ich mit dem auch dann wieder raufkletter und... Er braucht nicht diese Rakete. Sie braucht nicht diese Rakete, sondern er. Ich werfe jetzt. Mach dich bereit. Hab's. So, dann wollen wir mal auf Amanda rumschalten. Kombiniere das hier damit. Ja, sieht gut aus. Einen Enterhaken. Ein perfekt improvisierter texanischer Greifhaken. Nicht nur Jack hat dieses Talent. Okay, dann wollen wir mal gucken. Das war... Ja, mit ihr machen können. Sonst müssen wir wieder halt runterlaufen. Ach, Jack, ich sag's dir. Du trägst mich zurück. Ach, Jack, ich sag's dir. Du trägst mich zurück. So... Leider können wir hier nicht schnell laufen, sondern nur so komisch langsam gehen. Unser nächstes Abenteuer sollte uns mal nach Holland führen, wo keine Berge wachsen. Okay, dann gucken wir mal. Könnte funktionieren, aber ich brauche Feuer, um die Rakete zu zünden. Kombiniere das hier damit. Ja, sieht gut aus. So, jetzt aber. Perfekt, aber ich brauche Feuer, um die Rakete zu zünden. Mit dem Gewehr kann ich nur zielen. Ah. Klar, Jack hat doch ein Feuerzeug. Oh nee. Und wieder runter, liebe Leute. Da habe ich jetzt nämlich nicht drüber nachgedacht.
sprengen können wir auch nicht. Dann gehen wir mal wieder auf Jack. Ich werfe jetzt. Mach dich bereit. Hab's. Und ich speichere aber auch nochmal ab. So. Ich habe nämlich keine Lust, dass mir hinterher das Spiel wieder abstürzt. Wie wir das ja schon so oft hatten, ne? Liebe Leute. Deswegen liebe ich Texas. Kein Schnee. Deswegen liebe ich Texas. Kein Schnee. Gott sei Dank sind die Wege nicht allzu groß oder allzu lang. Das hält sich alles noch in Grenzen. Deswegen liebe ich Texas. Kein Schnee. So. Das wird klappen. Aber ich sollte erst ein Ziel wählen. Okay. So. Ja, auf den blöden Stein. Und der Haken scheint zu halten. Der Anzünder ist jetzt leer. Ich hoffe, es ist kein Problem, wenn ich ihn nicht den ganzen Weg zurückbringe. Okay. Nein! Seil. Ich bin seit dem Ferienlager in Texas nicht mehr in einem Seil hochgeklettert. So. Also, jetzt ist es für Jack zum Klettern vorbereitet. Ich hoffe, das Seil hält auch sein Gewicht aus. Hey Jack, ich bin hier oben. Siehst du das Seil? Klettere hoch, ich helfe dir. Sie ist immer gut für Überraschung. Wie hat sie das hinbekommen? Okay, dann wollen wir mal jetzt Jack spielen. So, dann einmal hoch. Und nochmal bitte. Ich kann mich nicht entscheiden, welche Richtung ungemütlicher ist. So, und dann nehmen wir das Seil und klettern hoch. Ach nö. Amanda! Amanda, geht's dir gut? Amanda! Ich... Hilf mir! Oh nein, sie hat einen Schock. Ich muss sie wieder zu sich bringen. Na toll. Und jetzt? Ich denke nicht, dass das funktioniert. Okay. Ah, okay, da kann ich nichts machen. Jack, wo bist du? Bitte, ich brauche dich, hilf mir! Ich muss Amanda retten. Ja, ich bin doch dabei. Diese Steine kommen mir bekannt vor. Vielleicht ein Zeichen, dass wir uns dem Schatz nähern. Ja, aber was... Amanda? Amanda! Ja? Ganz ruhig, Amanda. Wir schaffen das gemeinsam. Oh, okay. Ich muss ihre Aufmerksamkeit gewinnen, wenn sie doch nur hier hochsehen würde. Alles wird gut. Sieh einfach auf mich und nicht in den schrecklichen Abgrund. Nein, nein. Ich will nicht sterben. Nicht hier. Sie hat runtergesehen. Ich sollte den Abgrund nicht nochmal erwähnen. Okay, dann andere Taktik. Amanda? Amanda! Ja? Ganz ruhig, Amanda. Wir schaffen das gemeinsam. Oh, okay. Ich muss ihre Aufmerksamkeit gewinnen, wenn sie doch nur hier hochsehen würde. Sieh mich an, sei kein Weichei.
Wer ist die knallharte Texanerin? Ich... aber... Verdammt, ich habe sie verloren. Vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Okay, dann doch Letzteres. Amanda? Amanda! Ja? Ganz ruhig, Amanda. Wir schaffen das gemeinsam. Oh, okay. Ich muss ihre Aufmerksamkeit gewinnen, wenn sie doch nur hier hochsehen würde. Das machst du gut. Sieh mich an. Ich gebe auch kein besseres Bild ab. Das ist nicht ganz die Zeit für Scherze, oder? Vielleicht hast du recht. Ich sollte dir lieber sagen, wie beeindruckt ich davon bin, wie du das hier machst. Ich weiß, es ist schwer, aber zeig mir deinen texanischen Kampfgeist und tritt näher an den Rand. Vertrau mir einfach. Dir wird nichts passieren. Ich hol dich da raus. Gut. Gut. Ich vertraue dir. Ich werd's tun. Rutschig hier. Ich kann hier nicht lange stehen. Mal gucken. Ah! Und da haben wir Amanda gerettet. Geht's dir gut, Amanda? Ja, mir geht's gut. Mir war nur kurzzeitig etwas schwindelig. Ich führe trotzdem noch die Statistik im Ärgermachen an. Hauptsache, du fühlst dich fit genug, um weiterzuklettern. Na klar, wir sind schon so nah. Weiter geht's. Oh. Gut, wir konnten Amanda retten. Irgendwelche Zweifel, dass wir am richtigen Ort sind? Ich gelobe deinem Gespür, in Zukunft mehr zu vertrauen. Großartig, es ist verschlossen. Wir brauchen wohl einen Schlüssel. Ich hoffe, der Schlüssel ist nicht irgendwo am Fuß dieses Berges. Diesmal dürften wir Glück haben. Das Amulett reagiert auf ein weiteres Fragment. Wenn ich genauer darüber nachdenke, die Form erinnert mich irgendwie an den oberen Teil eines übergroßen Schlüssels. Du meinst, das Amulett ist mehr als nur der Impulsgeber für die Karte in deinem Kopf? Exakt. Und ich denke, es fehlt nur noch ein letztes Stück. Du bleibst hier. Vielleicht findest du noch einen nützlichen Hinweis. Ich gehe und suche das Fragment. Okay. Hier ist aber alles ein bisschen schmal. Was zur Hölle? Da ist ein Amulettteil. Das ist es. Das letzte Teil. Festgefroren in der Hand dieses armen Teufels. Hättest du gern. Hättest du gern. Gruselig. Ich weiß, dass er tot ist, aber ich könnte schwören, seine Augen haben sich gerade bewegt. Er ist eingefroren. Jetzt will er wohl keinen Schnaps mehr. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird. Schade. Hättest du gern. Das meinst du nicht ernst. Ja, aber irgendwas... müssen wir machen. Das heißt, wir brauchen irgendwie Feuer oder so. Geht's ja wieder runter. Okay, hier geht's wieder runter. Öffnet sich offenbar, wenn das Amulett angebracht wird. Dafür brauchen wir also das letzte Teil. Wir müssen das letzte Amulettstück finden. Ich hoffe, es ist wirklich nah, wenn wir das alles wieder runter müssen. Ich denke, wir sind richtig. Das Amulett glüht wieder stärker. Gut, der Pfad dort ist der einzige, den ich erkennen kann. Versuchen wir es. Also ist das hier dieser einzige Pfad, aber auf dem ganzen Pfad...